Wie schon im ersten Video erwähnt, heißt eine Menge G, eine nicht leere Menge G mit einer entsprechenden Operation, einer zweistelligen Operation Gruppe, wenn sie drei Eigenschaften erfüllt. Wenn sie die Operation assoziativ ist, also wenn wir Klammern beliebig setzen können, wenn es ein neutrales Element gibt, das also das nichts mit einem Element A macht, also wenn man das neutrale Element mit dem Element A operiert von der einen oder anderen Seite, dann kommt immer das Element A heraus. Und drittens, dass es immer ein inverses Element gibt, sodass A mal dem inverse Element das neutrale Element ist und auch das inverse Element mal A gleich dem neutralen Element ist. Wir wollen uns nun ansehen, wie hier die kleinsten möglichen Gruppen aussehen. Also nehmen wir mal an, wir wollen eine Gruppe finden, die nur aus einem Element besteht. Nun, das ist sehr einfach, denn das einzige Element, das es dann geben kann, ist das neutrale Element selbst. Und die Operation kann man natürlich auch sehr einfach definieren. Wir definieren einfach mit der sogenannten Gruppentafel diese Operation, also dass E mal E gleich E ist. Nun, erfüllt alle Eigenschaften einer Gruppe. Es gibt natürlich andere Varianten, also können wir auch zum Beispiel die Zahl 1 nehmen und die übliche Multiplikation, dann sehen wir, dass das natürlich eine Gruppe bildet, wenn 1 ist eine Teilmenge der rationalen Zahlen ungleich 0 und erfüllt daher alle Eigenschaften und insbesondere ist es eine Operation, daher ist es eine Gruppe. Oder wir nehmen hier die Addition mit der Zahl 0. 0 plus 0 ist 0, also wir sehen, es gibt eine Gruppe mit einem Element und alle diese Gruppen schauen natürlich genau so aus oder sind in einem gewissen Sinn äquivalent. Man sagt auch, sie sind isomorph. Ein bisschen interessanter wird es, wenn wir zwei Elemente betrachten. Hier gibt es neben dem neutralen Element noch ein weiteres Element A, das natürlich verschieden ist von E. Und jetzt kann man sich überlegen, wie hier die Operation aussehen muss. Wir machen hier wieder so eine genannte Gruppentafel, damit das Ganze eine Gruppe wird. Also klarerweise, wenn man E mit E multipliziert, dann muss es das neutrale Element geben, ebenso E mal A und A mal E ist gleich A. Nun, und das einzig Interessante ist, was ist A mal A? Nun wissen wir aber, dass es zu jeder Zahl A oder zu jedem Element A auch ein Inverses geben muss. Und das einzige Inverse, das hier in Frage kommt, ist das Element A selbst, also A mal A muss das neutrale Element geben. Ja, das spiegelt sich auch dadurch wider, dass wenn ich hier eine Zeile oder Spalte in dieser Tafel betrachte, müssen hier alle Elemente vorkommen. Sonst ist eben das inverse Element nicht eindeutig bestimmt, sonst könnte man eine Gleichung nicht eindeutig lösen. Ja, solche Gruppen mit zwei Elementen kommen natürlich auch tatsächlich vor, wenn man zum Beispiel die Zahlen 1 und minus 1 betrachtet, als rationale Zahlen, dann haben Sie diese Gruppentafel hier und Sie sind natürlich eine Gruppe, wo Sie bilden eine Gruppe, weil alle rationalen Zahlen ungleich 0 eine Gruppe bilden und insbesondere die Zahlen 1 und minus 1, weil die Operation hier auf diesen Zahlen alleine operiert, bilden daher auch eine Gruppe. Man sagt wieder, dass diese Gruppen isomorph sind und man bezeichnet das auch mit diesem Symbol. Also wir können auch sagen, all diese Gruppen hier sind isomorph zueinander. Noch interessanter wird es, wenn wir drei Elemente betrachten. Also suchen wir mal eine Gruppe mit drei Elementen. Hier haben wir neben dem neutralen Element noch zwei weitere Elemente, bezeichnen wir sie mit A und B und diese drei sind verschieden voneinander. Dann können wir die Operation wieder mit einer Tafel
aufschreiben. Also wir haben hier die drei Elemente E, A und B und versuchen jetzt einmal diese Tabelle so da zu füllen, dass das eine Gruppe wird. Klarerweise, wenn man mit dem neutralen Element von links oder von rechts multipliziert, dann kommen Elemente wieder dieselben Elemente raus. Und die erste Frage, die wir uns hier stellen wollen, was ist denn A mal A? Ja, also A mal A, was muss hier an dieser Stelle stehen? Nun, jetzt kann man das durchprobieren. Also wenn zum Beispiel das gleich dem neutralen Element wäre, naja, das bedeutet, dass hier das neutrale Element steht, dann muss A mal B gleich B sein. Warum muss dann A mal B gleich B sein? Weil in einer der zweiten Zeile hier alle Elemente genau einmal auftreten müssen. Aber wenn A mal B gleich B ist, bedeutet das nichts anderes, dass A das neutrale Element sein muss. Nicht? Wenn wir hier mit dem Inversen von B multiplizieren, dann folgt daraus, dass dann A gleich dem neutralen Element sein muss. Aber das kann nicht sein. Das ist ein Widerspruch. Daher ist das sicherlich nicht möglich. Das heißt, das kann nicht auftreten. Die einzige Möglichkeit ist, dass A mal A eben B ist. Und dann muss eben hier A mal B gleich dem neutralen Element sein, damit eben in dieser zweiten Zeile wirklich alle Elemente auftreten. Und entsprechend hier B mal A auch E. Und schließlich B mal B ist gleich A. Nun, was sehen wir hier? Wir sehen zunächst einmal, dass das sicherlich auch kommutativ ist. Also wir haben das gar nicht anders gestalten können, als dass hier eine kommutative Operation herauskommt. Also A mal B und B mal A etc. ergeben über dasselbe. Man sieht das, dass hier diese Tabelle symmetrisch ist. Warum ist das jetzt eine Gruppe? Na, man könnte hier alle Möglichkeiten durchprobieren. Man kann sich aber auch etwas Einfacheres überlegen. Man sieht, dass wir hier das neutrale Element haben und dann haben wir A und für B haben wir A mal A. Man schreibt dafür auch A Quadrat. Also B mal B ist A. Und also wir haben hier das neutrale Element A, A Quadrat. Das sind also die drei Elemente unserer Gruppe. Und dann gibt es, wenn wir hier weiter operieren wollen, haben wir noch, wenn wir versuchen A mal A mal A zu berechnen, also das ist A Quadrat mal A. A Quadrat ist B und B mal A, können wir ablesen, ist wieder das neutrale Element. Okay, also wir sehen A zur dritten ist das neutrale Element und jetzt sehen wir, dass wir hier sozusagen, wenn wir da operieren, im Wesentlichen nur die Exponenten addieren. Das heißt, wenn wir hier A hoch K betrachten, K ist eben 0, das neutrale Element können wir auch als A hoch 0 betrachten oder 1 oder 2 und dann können wir das mit A hoch L multiplizieren. Das ist natürlich A hoch K plus L. Wir sehen, dass wir das hier nur modulo 3 betrachten müssen. Und das heißt, dass diese Gruppe, die wir hier betrachten, nichts anderes ist als die Restklassenaddition modulo 3. Also wir können hier die Restklassen 0, 1, 2 der Restklassen modulo 3 betrachten und wir addieren einfach, so wie wir es gewöhnt sind, die Restklassen und erkennen, dass hier wieder eine isomorphe Struktur herauskommt. Also 0 entspricht E, 1 entspricht A und B oder A Quadrat entspricht 2. Und die Addition ist eine Gruppe, daher ist auch die Addition modulo 3 eine Gruppe. Also sehen wir, dass das eine Gruppe ist. Man nennt auch so eine Struktur, die sozusagen von einem Element erzeugt wird. Also wir haben ein Element A
und alle anderen Elemente sind Potenzen von diesem Element A, auch eine zyklische Struktur. Also das ist eine sogenannte zyklische Gruppe. Das erkennt man auch daran, dass hier in dieser Operationstafel die Zeilen hier zyklisch auseinander hervorgehen. Also hier steht EAB, jetzt rutscht sozusagen das E an die letzte Stelle und dann steht hier ABE und jetzt rutscht A an die letzte Stelle und so weiter. Und das kann man natürlich nicht nur für drei Elemente machen, sondern für beliebige Elemente. Betrachten wir zunächst aber noch einmal den Fall mit vier Elementen. Da haben wir sicher mal die zyklische Gruppe, also die Restklassen Modulo 4, also die Restklassen Modulo 4. Ich schreibe jetzt nicht die Tabelle neu auf, aber was passiert ist nichts anderes, dass man hier einfach die Zahlen 0, 1, 2, 3 und dann eben 4 aufschreibt und dann zyklisch untereinander die verschobenen Listen und dann bekommt man die Additionstafel der Addition Modulo 4. Und das ist ganz sicherlich eine Gruppe. Es gibt aber noch eine andere Gruppe, die man hier mit vier Elementen bilden kann. Und die möchte ich auch noch aufschreiben. Wir nennen jetzt hier die Elemente E, A, B, C. Sollen alle voneinander verschieden sein. Dann ist klar, dass die erste Zeile und die erste Spalte so aussehen müssen, wie die Elemente aufgereiht sind, weil wir mit dem neutralen Element multiplizieren. Und wenn wir jetzt hier E schreiben und hier C und B, hier C und B und hier wieder sozusagen diesen 2x2 Block reproduzieren, dann erhalten wir eine ganz andere Gruppe, das ist die sogenannte Kleinsche Vierergruppe. Die ist nicht die zyklische Gruppe, also hier haben wir die zyklische Gruppe. Das ist eine andere Gruppe. Bis zu drei Elementen haben wir immer nur eine Gruppe, bis auf Isomorphie gesehen. Hier bei vier Elementen bekommen wir zum ersten Mal zwei verschiedene Gruppen, die zyklische Gruppe und die sogenannte Kleinsche Vierergruppe. Und auch hier sehen wir wieder, dass hier das Kommutativgesetz gilt. Wie sieht es nun weiter aus, wenn wir eine Gruppe mit fünf Elementen betrachten? Da stellt sich heraus, hier gibt es wieder nur die zyklische Gruppe, bis auf Isomorphie. Auch für sieben Elementen gibt es nur die zyklische Gruppe. Interessanterweise gibt es für sechs Elemente natürlich wieder die zyklische Gruppe, die Addition Modulo 6 und isomorphe Varianten davon. Und noch die Gruppe S3. Das ist die Gruppe aller Permutationen von drei Elementen. Die bilden eine Gruppe. Und diese ist die erste Gruppe, die kleinste Gruppe, die nicht kommutativ ist. Diese Gruppe wird im nächsten Video genauer besprochen werden. Ich möchte aber hier noch eine Bemerkung machen. Wenn die Gruppenordnung oder die Anzahl der Elemente eine Primzahl ist, also zum Beispiel 5 oder 7, dann ist die Gruppe G zyklisch. Und daher auch kommutativ. Also
Das ist kein Zufall, dass es für 5, 7, doch für 3 oder 2 nur eine einzige Gruppe im Wesentlichen gibt, für bis auf Isomorphie. Also es gibt im Wesentlichen nur die zyklische Gruppe. Alle anderen Varianten, die man suchen kann, sind isomorph dazu, also schauen genauso aus, nur durch Umbezeichnung bekommen sie eben andere Namen und die Elemente, aber die Struktur ist immer die gleiche.